die Schweine jetzt kommen. Pox, play Minecraft. Ich fühle mich von diesem dreckigen Slime-Geräusch belästigt. Guck mal, Dom geht baden. So. Where have I been at working, huh? Where have you been all my... Ah, nee, naja, anders geht's nicht. Das ist wunderschön so. Ja. Ja, stimmt. Es ist die Perfektion. Oh, ich brauche eine neue Schaufel. Dann mache ich mir doch noch eine. Denn ich heiße ja nicht Andi. Hi. So. Na, die hat jetzt gesagt, ich habe keine Schaufel mehr, deshalb kann ich jetzt nicht arbeiten. Das wäre wie, als wenn ich sagen würde, ich habe keinen Strom mehr, ich kann nicht zocken. Was für ein Vergleich. Gibt es nicht, Däum. Ey, dieser Schleim stirbt jetzt. Dieser Schleim. Ja, der hat mich gerade auch auf den Keks gegangen. Der hat mich auf den Keks gegangen. Ach, Grammatik. Ich liebe sie. He went on the biscuit. Ja, he went him on the biscuit. Also, was ich nochmal kurz festhalten muss, das Wort Cape steht im Duden drin. Das heißt das Cape, nicht der Cape. Ja, yeah, guck mal, die Leute lernen sogar was bei uns. Dann können sie klug scheißen, der. Genau. Übrigens, die Klippe ist bewusst nicht symmetrisch. Echt? Das war jetzt eine billige Ausrede. Nein, ernsthaft, weil sonst ist das so natürlich und das so unnatürlich und das soll natürlich aussehen. Echt? Ja, also jetzt müssen wir die Gräber hinmachen sollen. Oder jedes Mal, wenn ein Villager stirbt. Nein, so ein Schwachsinn machen wir nicht. Warum nicht? Hey, da müssen schon welche gestorben sein, das ist sonst uncool. Ja klar, aber wir lassen ein bisschen Platz für Villager. Alter, das ist ja unsymmetrisch, Mann. Was hab ich denn? Alter, ich verkack's gerade aber auch. Alter, das muss symmetrisch sein. Hast du eine symmetrische Klippe gesehen? Nein, aber ich habe schon symmetrische Zäune gesehen. Das geht nicht. Dann machen wir die Klippe halt, passen wir die an. Warum? Weil sonst jeder denkt, die haben es nicht drauf, die haben es unsymmetrisch. Wieso ist es einfach, guck mal, das ist ein random Kirchhof. Guck mal, es sieht einfach hübsch aus. Meinst du, es sieht aus, als hätte der Bauer keine Ahnung gehabt. Nein, guck mal, wenn wir jetzt hier noch so schön Gräber reinziehen und diese Asymmetrie gut nutzen. Dann nutzt die Asymmetrie mal gut. Ja, ich will hier Gras und Gravel haben. Vorher kann ich hier nicht arbeiten. Ja gut, ich brauche auch Gravel. Eventuell haben wir noch was in der Box da vorne stehen. Ich finde, ihr solltet uns mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal andere YouTuber gesehen, die ein Dorf bauen? Ist mir mal so aufgefallen. Also, das ist durchaus exklusiv, könnte man sagen. Und wenn ja, schreibt uns bitte mal in die Kommentare. Wir wollen es abgucken. Nein. Ja, wir wollen gucken, wie sie es so drauf haben oder auch nicht. Wollen wir eigentlich nicht. Es würde uns bloß mal interessieren. Ob auch andere Leute auf diese geniale Idee gekommen sind. Genital. Ohne uns jetzt hier selbst. Ja, eigentlich. Scheiße, ich hol mal Gravel. Doch, ich begleite dich. Nein, Mann. Mach dir ich kann was eh nichts machen. Kieran ist eh in seinem kreativen Schöpfungsprozess. Er ist im Tunnel. Hä? Er ist im Tunnel? Also Minenlandschaft, ich finde das so episch. Es hat einfach was, es hat Atmosphäre. Falsch, es hat kein Glas. Wo sind die Glasschmerzen hin? In der Kiste. Ich hab die Glasblöcke in die Fresse geworfen. Ja, aber wo sind die Glasschmerzen? Ich sehe sie nur nicht. Ich sehe sie nur nicht im Inventar. Schuldig. Viele haben sich ja beschwert, dass das Inventar ein bisschen hell ist. Andi. Es wird einen generellen Inventar-Overhaul geben und auch nochmal noch ein paar kleine entdeckte Bugs werden auch nochmal berichtigt werden. Also, naja, aber hey, gibt's noch richtige Bugs? Also, wenn ihr Probleme habt mit Zombies. Doch, es gibt noch so ein bisschen, aber ich will es nicht sagen, dann sehen es die Leute auch nicht. Was mir noch so aufgefallen ist halt. Und das wird dann halt pünktlich zum 1.5 released werden, hoffentlich. Das sagt er. Das kannst du auch schon vorher machen, das mit dem Inventar anlegen. Nein, ich werde es dann releasen. Du hast einen Pfeil im Fuß. Irgendwie hatten hier einige so Probleme mit so Zombies. Und ja, das liegt an Optifine. Und Optifine ist scheiße. Wollte ich holen? Ich wollte Gravel holen. Ich wollte Cobblestone holen, glaube ich. Ja? Andi, ich habe einen Antrag. Ja. Anstatt deiner untersten Ebene mit Stone Bricks zu machen, würde ich vorschlagen, Stone Brick Stairs so. Meiler. Oh, nein. Umgedreht oder richtig? Ne, richtig. So. Das ist da unten so ein Rand, so ein Zwischenraum. Ja, richtig. Guck's dir lieber mal an, bevor du mal... Du kannst es ja mal an einer Stelle ausprobieren. Ja, hier, guck, kommt nach vorne. Ja, ich muss erstmal wieder ins Dorf kommen. Ich bin gerade bei der Farm. Ich find's geiler, viel geiler. I'm gonna take a look. Hä,
Was ist da denn los? Ach so, das ist die Trap. Das habe ich ja auch gerade so gebaut. It's a Trap. So, also den Vorsprung von der Treppe, den baue ich nochmal ein zurück. Gefällt mir das noch nicht so. Ah. Ist immer diese Todeszone hier zwischen Farm und. Ja, aber ich finde, das ist immer sau cool, wenn man einfach immer so was überwinden muss. Das hat einfach was. Das macht so eine gewisse Abgeschiedenheit des Dorfes aus. Andi, guck sie mal an. Ich finde, das Dorf kann man schon fast Stadt nennen. Reaper! Edna, ja. Man! Ja, da schau sie nicht an. Geschlossene Tür! One-hitted. Kommandant? Ja. Also, besser mit Treppe oder nicht? Willst du es überall machen oder nur hier? Um die Türme auf jeden Fall. Ja. Ah, da! Ach so, ich hab's total missverstanden. Was hast du denn gedacht? Nee, egal. Nee, sieht cool aus auf jeden Fall. Alarm! Da kannst du aber, sag mal ruhig, da kannst du... Fuck! Fuck! Alarm! Was ist denn? Der Villager-Zombie ist tot. Wieso? Hier hast du es geschafft. Was ist er? Hier ist ein Zombie drin. Was? Ein Zombie. Aber du warst es nicht, hoffentlich. Der hat die Tür eingeschlagen, seht ihr? Er ist vom Dach runter und dann... Nein, der ist wahrscheinlich auf dem Dach gespawnt und ja. Reingefahren. Was habe ich denn gerade gesagt? Oh nein, ich... Aber da ist er, da ist er! Natürlich ist er noch hier. Bring den erstmal um. Und ich besorge Reanimation-Stuff. Los, hol den Defibrillator, Kian. Alarm! Alarm! Raus aus dem Ah, Haus. it's a witch! Was? Ernsthaft? Ja. Nein, es ist nur eine... Death of the 2 Witch. Ey, die schlägt uns auf die Tür ein. Ey, das kann sie nicht. Doch, die macht das random, wenn sie aus purer Zerstörungswut. Nein, wir brauchen einen Apfel. Nein, ich hab keinen Apfel, fuck. No. Und wenn du dich zurückverwandeln, kann es gut sein. Wer geht mal an die Baumfarm ein bisschen farmen? Ich mach das. Einfach ein paar Bäume fällen, immer wieder, aber die normalen Bäume, glaube ich, ne? Ich leuchte jetzt das Dach aus, das muss sein. Ja, aber how to? Ja, einfach Fackeln drauf. Auf Treppen. Andi, lass mich das doch machen. Was soll das jetzt? Ich wollte eigentlich nur alles außer dem Block unter dir weggraben, aber... So, wie kann man ein Dach stylisch beleuchten? Gar nicht. So, einfach Fackeln draufsetzen. Wir können keine Fackeln draufsetzen. Warum nicht? Weil Slabs sind. Okay, entweder wir bauen Elemente ein, einfach, wir bauen immer normale Blöcke irgendwo hin, wo Fackeln drankommen. Ja, dann machen wir das so. Ey, wieso setzt aber einen Slab oben drauf? Ja, das hat denselben Effekt. Ja, das meine ich doch. Achso, hier ist ja, ich würde sagen, ab sofort bleiben Türen einfach dauerhaft geschlossen. Das macht auf jeden Fall schon mal einen höheren Sicherheitsgrad aus. Genau, einfach so, einfach Dirt davor. Alter, Andi, dein Style ist nicht, ich wiederhole, nicht mehr feierlich. Ich finde ihn cool. Welcher Style denn? Junge. Sei froh, dass ich nicht die Rüstung auch noch pink gemacht habe. It's a bitch. So. Not a bitch. Aber was machen wir, wenn das jetzt kein Batscher ist? Wir wissen, dann wird er umgesiedelt. Da, Pinkman. Sorry, du bist mir in den Schlag. Hier, siehst du jetzt, was ich meine? Nee, das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich nicht. Und es sieht scheiße aus, weil der Weg dann hier... Ah! Dafür kann ich ja nichts. Nein. Das finde ich jetzt nicht so das Problem. Nein. Creeper. Ja, nur weil du keine guten Ideen hast, Andi. Warte, an was muss ich orientieren? An BL? Creeper. Bleib mal ruhig, an was muss ich nochmal schauen bei Lichtlevel? Auf BL, glaube ich, weil ja, ist das einzig Sinnvolle. Alter, wie sind die drei Creeper auf dem Friedhof? Weil es da dunkel ist? Weil es da dunkel ist. Creeper! Ja, hör auf rumzuschreien, Andi, es nervt. So, Weißt du, dass es nervt? Ja, dann lass es einfach, es interessiert keinen, wenn du in Not bist. So, ihr mögt mich also nicht. Nö. Yep. Danke für die Erkenntnis. Und tschüss. No. Okay, darfst du darauf kommen. Ich hab dich auch nicht von der Whitelist geworfen oder so. Jetzt schmollt er, hä? Okay, Däum, wie machst du das mit dem Ausleuchten? Was tut Däum? Fragt man sich. Er antwortet nicht. Moment, hat er aufgelegt?
Achso, warum höre ich dann nichts mehr? Warum sprichst du nicht? Er meint, Internet wäre abgeschmiert. Ja, das klingt jetzt plausibel. Kannst du wieder anrufen? Beziehungsweise tust du es schon? Okay, gleich wieder da. Okay, epic fail of the history. Das hätte so gut gepasst, wenn du einfach... Fuck. Aber du bist auch nicht disconnected oder so, du bist einfach so runtergeflogen. Ja, es war alles weg. So. Skype hat sich unten gedreht. Ja, weil wir dachten, du bist einfach rausgegangen. Nein, das war perfektes ja. Timing. Ja. Das war illegales Timing. So. Wir kehren die ganzen Stonebricks. Stonebricks können außenrum eigentlich entfernt werden. Nee, nicht überall würde ich wirklich vielleicht lassen. Ich würde es nur vorne um die Türme machen, würde ich sagen, oder? Echt? Sondern wir müssen die Wege erneut verschieben. Warum das denn? Guckst du dir auf der anderen Seite an. Ach so. Meinst du, dass es nicht okay geht? Also ich finde es okay. Doch, hier geht es okay. Ich finde das passt. Also mir ist das egal, ob wir überall Treppen drumherum machen oder nicht, aber hier vorne auf jeden Fall. Ja, mach erstmal vorne. Ja, hier kommen noch Dings hin, ne? So. Oh, Taxi Lady. Irgendwas ist hier komisch. Was denn? Achso, das sieht. Ne, es sieht nur komisch aus wegen Workbench. Ey, wir machen es einfach so. Andi, hast du eine Idee, wie man coole Grabsteine macht? So sieht es cooler aus, finde ich. Ich weiß, wie man coole Gräber macht. Wie sieht's cool aus, Kian? Wenn du nicht das komplett drauf zulaufen lässt, so wie du es hattest. Meinst du? Wolltest okay. du da nicht mal bitte einen Apfel farmen? Das wäre enorm wichtig. Na genau. Ja. Klick's mal kurz hier ab. Also man kann ein Dorf wohl noch umsiedeln, meinst du? Hat, ja klar, wenn ich die Tür entferne. Hat noch jemand Stone? Nope. Aber im Ofen wurde was gebrannt, oder? Ich schau gleich mal nach im Ofen, was drin ist. Im Ofen ist noch ganz viel. Beziehungsweise, naja, ein Stack. Okay, hol ich. Pick it up, bitch. Pick it up. Pick up. Aber happiness. Minecraft ist viel zu klein. Das Inventar? Das ist erstmal so. Ja, cool, wenn man sich irgendwie so additional Taschen craften könnte oder so. Soll's ja vielleicht mal geben für Dings da. Für Le Pic. Le Pic? Achso, ja, stimmt. Satteltaschen. So. Gut, dass ich gerade Holz mit einer Spitzhacke abgebaut habe. Ja. Effizienz wird bei dir ganz, ganz, ganz. Aber ihr könntet uns ja nochmal, wenn ihr noch eine Lösung wisst, gegen Zombies on the Roof. Zombies on the Roof sagen. Hey. Genau, ja. Es war doch bis auch vor kurzem noch so, dass die gar nicht auf Dächern gespawnt sind. Genau, aber das tun sie jetzt doch. Fact, dude. Oder ich habe noch eine andere Möglichkeit, wie das Viech reingekommen ist. Es könnte auch über den Dirtblock gesprungen sein, den wir selbst da stehen gelassen haben, um immer in das Gehege reinzukommen. Ja, das stimmt. Aber wie soll es gespawnt sein? Es kann hier nicht spawnen. Es ist eine sichere Zone. Dach. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe das Dach jetzt ausgeleuchtet. Ich gehe mal Blätter holen. Blätter? Gerade sieht es... Nein, ihr sollt Blätter? Äpfel holen. Wieso Blätter? Für den Busch wahrscheinlich. Wir haben sau viel at home. Ein Uhr. Ja, ey. Wir brauchen dringend mal eine U-Bahn-Station von hier da hinten hin. Ja, das wäre ja. Auf jeden Fall löblich. Ich glaube, dass Äpfel auch aus allen Bäumen rauskommen, nicht nur aus Laubbäumen, oder? Nee, nur aus Laubbäumen. Not sure. Oh, nee, ich glaube, die kommen auch aus ganz raus. Normalen Bäumen. Sie Nein, kommt nur aus Eichenbäumen raus. Sehe eines. Ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Ich hab einen Apfel. Ja, sehr gut. Herkommen. Die sollen mir was anderes aus der Hut mitbringen. Aus der Hut? Also mir nicht. Danke. Ich verzichte. Hier an dir? Nee. Ist gerade ein bisschen was im Angebot, ja? Steam Sale und so. Ach nee, der hat ja heute aufgehört. Der ist zu Ende. Aus die Maus. Fucigato dies, das. Ich kann mir nichts kaufen. Ich habe mir diesen Steam Sale gar nichts gekauft, fällt mir gerade auf. Auch nicht, ich bin überrascht. Sparsam, sparsam. Naja, ich bin aber auch Überfluss an Spielen. Ich weiß gar nicht, was ich
was ich machen soll, ne? Ich habe hier Hitman, dann habe ich. Bist du denn schon 18? Was? Ich habe jetzt Assassin's Creed 3. Ich habe das noch keine Minute lang gespielt. Ich habe es noch nicht mal installiert. Ich habe es nur runtergeladen bei Steam. Der klassische Steam-User hat 200 Spiele. Davon sind 195 ungefähr bei einer Spielzeit zwischen 3 Minuten und 3 Stunden. Und der Rest hat dann wahrscheinlich 200 bis 1000. Hallo. Aber ist doch so. Steam ist einfach so kacke, wenn man gerade so denkt, ach komm, 2 Euro für so ein Spiel. Wäre ja mal interessant zu sehen, wie das so ist, ne? Gönnst du dir, ne? Also, Alarma. Wie das halt so ist. Hast du den Apfel wieder aufgenommen? Halt zu, wenn die Möglichkeit besteht. Ja, okay. Hast du den Apfel wieder aufgenommen? Ich habe ihn kurz gesehen, jetzt ist er weg. Der liegt da doch, hinter dir. Däum, wo sind Blumen? Wir brauchen Kanziert. Blumen. Blumen sind in der... Obwohl, die haben wir vielleicht alle verarbeitet. Ja, haben wir. So, wie war das aber zuerst? Warum verarbeiten wir alles? Knochenmehl. Ah, falsch. Ja, ich habe genug Knochen. Ich habe über 50 Knochen. Okay, hier vorne stimmt was mit den Treppen noch nicht. Gucke gleich. Ich glaube, da fehlt noch eine, wo du meinst wahrscheinlich. Ja, wie genau. War das zuerst? Splash Potion, dann... Golden Apple. Ja. So, ich sehe mal, kommt jetzt doch noch eine Reihe rein. Junge, wir brauchen einen Villager-Golem. Also Andi, du bist dein Friedhofsdesigner? Ja. Aber wir haben leider keinen Buchsbaum, das wird kritisch. Keine Ahnung, Junge, heute ist ein Was? Von einem Hit? Von einem Hit? Hä, es ist Tag, wie kannst du von einem Zombie... Ich war da drin, der Typ hat mich umgebracht. Hast du die Tür zugemacht? Ja, ich hab die wieder zugemacht. Aber ohne Scheiß, ich hatte 4 Herzen und wurde von einem gefistet. War er im Aggro-Modus? Er war schon im Ich-nacke-mich-kaputt-Modus. Ja, vielleicht ist er dann extrem gefährlich. Ich weiß nicht, aber 4, Alter. Boah. Naja, ich war nur Level 4 oder sowas. Da liegt Erfahrung. Ich hole sie mir nicht. Denn du bist ja kein Arschloch. Richtig. Manchmal, wenn ich Lust dazu habe. Maybe, was ist eigentlich mit unserer Bauarbeiterhut? Oder wir quartieren uns in der Kirche gleich mal ein. Ja, brauchen wir nicht, Kian. Wir können 24-7 arbeiten. Ja, aber es wäre mal ganz nice, mal zu pennen hier und dann da auch zu spawnen. Safety first. Fist. Nein. Was für einen Boden wollen wir eigentlich in die Kirche reinmachen? Holz. Oder Smoothstone. Also Standardstein, irgendwie sowas. Oh komm, lass mal Holz machen, damit die Kirche ein bisschen was Gemütlicheres hat. Echt? Soll ja Nein, aber das Kirche ist Kirche. Kirche muss ungemütlich sein. Hä, ich kenne auch Kirchen, die einen Holzboden haben. Aber auf jeden Fall reinkommen einfach Holzbänke nur aus Treppen. Also auch mit den dicken, du weißt schon, mit den dicken Armlehnen-Style. Ja. Dom, ich brauche Eisenzäune. Ja, mach dir welche, ganz einfach. Ich muss Eisen. Obwohl, in der Soundbox sind Eisen. Okay, oh! Müssen... Alarma! Alarma! Was denn? Er hat mich schon wieder die Hälfte mit einem Fist gemacht. Wirklich? Jo. Alter. Agro-Zombies. Okay, er lernt ja irgendwie auch nicht. Ah, doch, er babbelt noch. Also, das scheint zu funktionieren. Bubbly-Bubbler. So. Wäre so geil, wenn er wieder ein Batterie Haben schon wieder eine Folge rum, ne? Also, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Ich mach erst. Was? Komm, zum Ende der Folge noch das Vieh verwandeln. Nein. Es dauert lange. Es dauert lange manchmal. Dann aktivierst du schon mal. Hab ich doch schon, es babbelt doch. Rot. Can you see? Aber hast du auch schon den goldenen Apfel? Ja, es hat geknackt und dann hat er mich gefistet. Also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.